Sichtidee stehen hier. Wenn mich nicht alles täuscht, wollen sie immer Jar ihrem Ko Gott opfern. Aber wenn ich sterben muss, dann wählen sie es im würdigen Kampf. Grab der Lohe. Und den Kampf machen wir aber mit NPCs tatsächlich mal. Mache ich ja sonst eigentlich nicht, aber ich, wie gesagt, ich lese eh vor. Von daher. Dann muss ich da nicht 3 Leute warten lassen, nur weil ich noch am Lesen bin. Herrscher der Flammen, erhöre unseren Ruf. Herrscher der Lohn, gewähre uns deine Gnade. O mächtiger Ifrit, Herr des Infernos, steigt zu deinen Dienern herab in flammenlodernder Herrlichkeit. Herr, wir bringen dir diese unwissenden Wilden als eine Gabe zur Feier deiner Vollkommenheit. Reinige ihre verdorbenen Seelen in deinem sengenden Feuer und nimm sie zu dir. Verflucht! Auch diese beiden da, bringt sie her. Aha, was soll das? Das hatten wir nicht abgemacht. Niemand außer seinen Dienern darf der Beschwörung des göttlichen Ifrit beiwohnen. Ihr bezahlt die Enthüllung von vor unwürdigen Augen mit eurer Seele. Nein, nein, das könnt ihr nicht. Ich flehe euch an. Ich trinke gleich was, Luca. Und Hallöchen. Und was weißt du? Mir läuft auch schon der Schweiß runter. Also ich mach's einfach jetzt, bevor ich's vergesse. Ifrit ist halt ein heißer Typ. Der braucht das. Einmal Wasser. Flamme aus. Ihr törichten Geschöpfe, mein Atem wird das Zeichen des Feuers in eurer Seele brennen. Erhebt euch als meine ergebenen Diener. Sprecht mit Lobpreis und Ehren. Auf dass meine Flammen hell leuchten mögen in alle Ewigkeit. Amen. Ah ne, das war was anderes. Es geht heiß her. Aber blaue Flammen, oder was? Oh, mein mächtiger Ifrit. Mehr lieber nicht. Wir preisen dich, flammender Gott. Oh Gott. Deine Worte seien mein Bekenntnis. Irgendwie tun sie mir ja so ein bisschen leid, ne? Aber nur so ein bisschen. Was geht hier vor? Warum widerstehst du allein? Berührt der Herr nicht dein madenzerfressenes Herz? Nope. Bist du etwa. Du bist schon von einem anderen Götzen besessen. Ja, nichts anders kann es sein. Dein sterbliches Fleisch soll Gefäß sein, nur für einen der einzigen Gott, den einzigen Gott, mich. Doch, ich rieche keine fremden Götzen an dir. Es ist ohne Zweifel, du bist eine ohne jeglichen Gott Begnadete. Die Götterboten warnten uns vor solchen deiner Art. Bekehrst du dich nicht zu mir, so soll deine Existenz nun enden. Ganz schön heißer Atem, der Dude.
Okay. Oh, ist das böse Feuer-Ifrit. Das ist das erste Mal, dass ich den Kampf mit NPCs mache, glaube ich. Fenris, hallöchen. Wunderschön, guten Abend dir. Wie geht's dir? Ach, komm schon. Müsste bald in diese komische Feuerfessel da kommen? Gut soweit, das freut mich. Wie war denn dein Tag so? Falls du berichten möchtest. Wenn nicht, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ach komm. Lass mich doch mal da stehen. Ich weiß, ich könnte auch abdichten. Wie lange es einfach mit NPCs dauert. Ich wollte lesen. Ohne andere zu belästigen. Das ist ein Nachteil, wenn man alles liest, ne? In meiner Insel jetzt nur 8 von Stufe 8 entfernt. Sehr nice. Ja, mir fehlt, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu Stufe 7. Ich war vorhin auch noch fleißig. Müssten jetzt bei mir, glaube ich, noch so 3600 sein. Glaube ich, die fehlen. Also, ja. Ist, glaube ich, auch fast alles ausgebaut. Ich brauche jetzt nur wieder so ein komisches Werkzeug halt. Dann. Das kriege ich wahrscheinlich dann bei Stufe 7. Und ein Schokobo habe ich mir gefangen, glaube ich. Doch, ein Schokobo war es. Ich habe ein Schokobo jetzt. Mein Tag hat mein Auto wieder gezett. Dann war der Tag erwähnt erfolgreich. Die Gebäude aufwerten sind auch mehr zu bekommen. Ich glaube, ich habe schon alles aufgewertet. Glaube ich. Also zumindest das Haupthaus habe ich aufgewertet. Und ich habe jetzt eine heiße Quelle, die am Bauen ist. Die müsste aber mittlerweile auch fertig sein. Die heiße Quelle. Dann habe ich auch beide Wahrzeichen. Weide und Felder habe ich erhöht. Ja. Ja. Ich war fleißig. Ich glaube, nach dem Stream gucke ich zumindest nochmal rein. Wie weit ich dann bin. Bei klarem Wetter kannst du sogar ein schwarzes Schokobo fangen. Echt? Ich habe bisher nur so ein schwarzes Schaf gesehen, was man fangen konnte. Ich weiß gar nicht, wie das. Das hat auch irgendeinen besonderen Namen, irgendwas mit K. Jetzt kann man sich auch dann fangen. Hatte ich denn das erste Mal gesehen, jetzt das schwarze Schaf? Ich habe es leider nicht gekriegt. 3 Versuche, aber. Leider kein Glück gehabt. Leider, leider. Karakul heißt das schwarze Schaf. Schäfchen. Genau! Genau! Ja, das hatte ich versucht vorhin zu fangen, aber 2 Versuche gingen ins Leere, ist nicht abgehauen und beim dritten, ja, war's das dann. Daria Eistatze. Servus.
Ich habe 4 weiße und 3 schwarze. Sehr geil. Ich habe, glaube ich, 2 weiße. Ein Schokobo. Dann Abkalu oder wie diese kleinen Viecher heißen, diese kleinen grünen. Dann ein Opo Opo. Dann irgend so ein komisches Panzerviech. Das weiß ich tatsächlich gerade nicht, wie das heißt. Und so ein Dodo. Ich habe irgendwie gefühlt von allem etwas. Ein Schokobus habe ich 2 normale und ein schwarzes. Und ein schwarzes will ich jetzt auch haben. Ich will unbedingt jetzt ein schwarzes haben. Werde ich auf jeden Fall mal die Augen nach Aufschau halten. Tut mir leid, dass ich zu spät dran bin. Ich hatte da ein paar arme Drum im Nacken. Ich sag dir, die wollten mich alle zu ihrer Religion bekehren. Ja, wie bei uns. Werd hartnäckiger irgendwas. Autsch. Puh. Ich sehe, die Gefangenen wurden schon in Sicherheit gebracht. Das sollte man von Raubans besten Leuten in der Legion auch erwarten. Was die beiden Verräter angeht, auf die wartet eine höchst unerquickliche Zeit. Sie werden eine ganze Reihe von Fragen beantworten müssen. Oder will ich keinen, wenn man Exit zu sehr gefeiert hat? Gut, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ich möchte halt einfach. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Dodos niedlich. Aber ja, ich kann's nachvollziehen. Ganz nachvollziehen. Bei mir ist halt so, ich möchte alles, was süß und knuddelig und. Ich möchte alles haben. Ich kann da nicht genug von kriegen. Und bei dir, Aldari Assatsu, muss ich mich entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass deine erste Mission gleich in eine solche Feuertaufe ausarten würde. Aber lass uns das Gespräch doch in einer etwas angenehmeren Umgebung fortführen. Wir brechen auf. Alle, die mitkommen, hier entlang. Alle Dodo gehören auf den Grill. So schmeckt bestimmt lecker. Ja, ich bin eine grausame Dodo-Mama. Das war also der große Ifrit. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Die Werte sind weit entfernt von dem, was ich erwartet hatte. Selbst wenn man die Gegenmaßnahmen dieser Uldane einberechnet. Was willst du auch anderes erwarten, wenn du dich auf 5 Jahre alte Daten der 7. Legion verlässt? Und bei der momentanen politischen Lage können wir die Unterstützung des Kaisers bei den Untersuchungen vergessen. Wir können niemandem vertrauen außer uns selbst. Pessimistisch wie immer, Livia. Versprich mir, dass du dich nie änderst. Wir haben genug Zeit hier verschwendet. Dein Messgerät ist verdammt nochmal zu alt, um irgendwas Brauchbares anzuzeigen. Vielleicht gab es heute nichts Besonderes zu messen. Gut, dann begnügen wir uns eben mit dem Bewusstsein, dass wir unser Hauptziel erreicht haben. Trotzdem beunruhigt mich diese Abenteurerin. Eine solche Stärke könnte uns doch hinderlich werden. Mag sein, aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Der Legatus hat dir eine Aufgabe erteilt. Und die hast du zu erfüllen. Ich schlage vor, dass du dich etwas mehr ins Zeug legst. Sonst werde ich dir Respekt vor ihm beibringen. Nur weil du sein Nesthäkchen bist. Wer solche Verbündete hat, braucht wirklich keine Feinde. Ich werde mich hüten, eine liebestolle Frau gegen mich aufzubringen. Tja. Yay! Und raus mit uns. Ich habe einigen Leuten erspart, dass sie die Szene ertragen müssen. Zumindest, was heißt ertragen, warten müssen. Das trifft es ja eher. Ah, da bist du ja, Aldaria. Entspann dich. Die Amateur werden eine Weile Ruhe geben, nachdem wir ihren Gott zu Äther zerstäubt haben. Aber ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich erst so spät eingreifen konnte. Das heißt,
Eigentlich gar nicht. Ich war dir überhaupt keine Hilfe. Die Geiseln, die wir befreit haben, sind physisch außer Gefahr. Aber ihr Geist... Na, aber lass uns nicht bei trüben Gedanken verharren. Freuen wir uns, dass wir die Sache so glimpflich überstanden haben. Du hast Ifrit mit eigenen Händen besiegt, Aldaria. Das passiert nicht alle Tage. Mit einer solchen Stärke wirst du die Geschicke der Welt noch entscheidend beeinflussen. Das habe ich im Gefühl. Mimphilia wird stolz sein zu hören, was du heute geleistet hast. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich ihr die Nachricht überbringe. Dann habe ich zumindest etwas zu der Mission beigetragen. Also, ruh dich aus, meine Liebe. Das hast du dir verdient. Wir treffen uns später im Sonnenwind, ja? Okay. Dann... Sonnenwind. Wir müssen ja leider auch zu Mimphilia. Geht ja kein Weg dran vorbei. Die siegreiche Primarkriegerin. Tanker ist vor wenigen Augenblicken zurückgekehrt. Er ist schon im Saal bei Mimphilia. Geh doch rein, damit sie sieht, dass du wohlbehalten bist. Jetzt einmal. So. Und wäre ich nicht so unvorsichtig gewesen, so wäre sie nicht in die Hände der Amajar gefallen. Ganz zu schweigen von der Konfrontation mit Ifrit. Ich habe sie in große Gefahr gebracht. Es ist zwar nochmal gut ausgegangen, aber ich kann es mir nicht einfach verzeihen. Wenn ich doch irgendetwas tun könnte, um mich zu entschuldigen. Danke, was passiert ist, ist passiert. Sei nicht so hart zu dir. Oh, Aldaria, wie schön dich zu sehen. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Gerade habe ich mit Philia von deinen Heldentaten erzählt. Du hast Ifrit besiegt, Aldaria. Das ist einfach unglaublich. Ich bin beeindruckt. Das Risiko war beachtlich, aber mit deiner Hilfe haben sich die beiden Fälle aufgeklärt, die wir untersuchen wollten. Genau wie wir vermutet hatten, wollten die Amajar ihren Primarehe Ifrit beschwören. Und dafür raubten sie die Kristalle und entführten die Flüchtlinge. Was du vielleicht noch nicht weißt, ähnliche Vorfälle ereignen sich auch in Limsa, Luminsa und Credania. Du fragst dich sicher, wie die Zwischenfälle nun mit der Primae-Beschwörung in Zusammenhang stehen. Der Lebensquell der Primae ist Äther. Sie brauchen diese Energie, um zu existieren. Je stärker sie sind, desto mehr Äther erfordert ihre Beschwörung. Du weißt, dass Äther die gesamte Schöpfung durchströmt. Er ist in der Luft, im Wasser, überall. Doch diese verdünnte Form ist nicht stark genug für ein Wesen so mächtig wie Ifrit. Primae wie er brauchen mehr. Äther in Form von Kristallen. Das ist der Grund, warum ein Überfall auf eine Kristallkarawane nicht selten auf Aktivitäten der Windstämme hindeutet. Was die Frage offen lässt, warum auch noch Leute entführt werden. Nun, dazu musst du erst verstehen, wie Primae geboren werden. Wenn alles in der Welt in Harmonie ist und keine Konflikte bestehen, existieren auch keine Primae. Ihre Essenz ist gelöst, im großen Ätherstrom, körper- und gestaltlos. Doch wenn die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten, dann rufen diejenigen, die die Primae verehren, voll Verzweiflung ihren Gott um Hilfe. Die Amajar zum Beispiel Ifrit. Diese Hilfeschreie erreichen den Ätherstrom und den Geist des Primae, der darin verteilt ist, und bringen ihn zur körperlichen Existenz. Dabei verschwindet der Unmengen von Äther. Sobald sich ein Primae so manifestiert hat, wird er durch die Gebete und Wünsche seiner Diener stärker und stärker. Je mehr und je fanatischer die Anhänger, desto stärker wird auch der Primae. Aber sie begnügen sich nicht mit gelegentlichen Gebeten, sondern sie fordern absolute Gehorsam und schrecken nicht davor zurück, den Geist von immer mehr Unbeteiligten zu beeinflussen.
Du hast es selbst bemerkt, als auf einmal deine Mitstreiter von der Legion anfingen, Ifrit zu lobpreisen. Interessanterweise warst du allerdings nicht davon betroffen. Und zwar, weil du die Kraft des Transzendierens besitzt. Wir wissen nicht warum, aber alle mit dieser Gabe sind immun gegen die Beeinflussung durch die Prima-Ehe. Als ob eine Macht über uns wachte, die größer ist als die der wilden Gottheiten. Als du das erste Mal zu uns gekommen bist, habe ich dir gesagt, dass deine Kraft eine entscheidende Rolle in der Prima-Ehe-Frage spielen wird. Ich denke, du verstehst jetzt wieso. Die Vorfälle, die wir in letzter Zeit beobachten konnten, haben alle eines gemeinsam. Sie sind hervorragend geplant. Eine sehr bedenkliche Entwicklung. Aber immerhin, ihr beide seid heil zurückgekommen. Und darüber bin ich ja sehr erleichtert. Masuna! Bujaka, Buja, oh Gott. Na, wir da? Die Legion der Unsterblichen hat uns versichert, dass sie sich um den Rest kümmern werden. Wir können also erst einmal durchatmen und uns dann das weitere Vorgehen überlegen. Ich schlage vor, dass du dich gut ausruhst, Eldaria. Kurzes Hallöchen vom Bett. Ja, lieb von dir. Wer weiß, wann du wieder die Zeit dazu hast. Sobald in der Bevölkerung bekannt wird, was du vollbracht hast, wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Hattest du denn noch einen schönen Abend, Masuna? Ich weiß nicht, ob Menfilia es bewusst verschwiegen hat, aber früher oder später wirst du es sowieso erfahren. Deswegen hörst du es besser von einem von uns. Wir haben die beeinflussten Entführungsopfer zwar gerettet, aber sie alle müssen hingerichtet werden. Auch die, die an deiner Seite gekämpft haben. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass diese Information unter uns bleibt. Das kann ich Ihnen kurz mit Schatzi abgesprochen. Wegen Essen die Tage. Ja, okay. Was gibt's denn zu essen? Bei Essen werde ich doch immer hellhörig, Masuna. Aber das weißt du ja. Mir tut es im Herzen weh, aber es muss geschehen. Wenn jemand dem Einfluss eines Prima-Ehe zum Opfer gefallen ist, so gibt es keine Heilung. Solange er lebt, gehört seine Seele dem Prima-Ehe und trägt immer mehr zu dessen Stärkung bei. Der Bund der Morgenröte wird unermüdlich weiterkämpfen, damit in Zukunft keine unschuldigen Leben mehr geopfert werden müssen. Und ich hoffe, du wirst uns weiterhin unterstützen, Eldaria. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss General Rauban sprechen und ihm die schlechte Nachricht überbringen. Bis zum nächsten Mal und pass auf dich auf. Morgengebratener Reis, asiatisches Gemüse und Pute. Das Wochenende machen wir spontan. Und das war die Abmachung. Boah, ich komm's morgen zum Essen, ne? Ich bin dann beim Essen dabei. Oh, ich liebe asiatisch. Wenn Louis War noch unter uns wäre, wäre das alles nicht geschehen. Wenn ich die anderen beschützen will, muss ich stärker werden. Dürfte genug da sein, habe zu viel Reis vorgekocht. Das passiert mir auch immer. Ist genauso wie Nudeln. Nudeln mache ich irgendwie auch immer zu viel. Ich denke immer, ach ja, sollte gerade so reichen. Am Ende ist es doch viel zu viel. Ja. Ja. Endlich. Nudeln kriege ich so hin, aber Reis, nee. Ja, ich habe mit beiden Probleme. Also, wie gesagt, mit der Menge ist es grundsätzlich zu viel. Grundsätzlich. Alles andere, bei Salat und so weiter, kriegt wunderbar hin. Nudeln und Reis ist immer zu viel. Ich dachte, eine Tasse Reis ist für zwei Personen super. Aber denkst du, zu viel? Fühle ich. Ich weiß auch echt nicht, was die perfekte Menge bei Reis ist. Ich weiß es einfach nicht. Bis vor kurzem warst du einfach nur eine gewöhnliche Abenteurerin unter vielen. Doch in der Zwischenzeit bist du zur Botschafterin eines Stadtstaats avanciert und hast dich dem Bund der Morgenröte angeschlossen und den Primär Ifrit besiegt. Leider. Was du für Eosea getan hast, kann gar nicht genug gewürdigt werden. Und ich vermute, deine Taten haben einiges ins Rollen gebracht. Verzeihung.
Morgen erstmal noch die Pute einlegen. Natürlich. Sojasauce, Pfeffer, Zucker, bisschen Curry und etwas Knoblauch. Dann leicht mit mir ergänzen, dass das eine leichte Panade gibt. Oh. Man wundert, ich rieche es tatsächlich schon. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Ich bin in Gedanken dann bei euch. In Gedanken esse ich mit. Werte Memphilia, du siehst wie immer bezaubernd aus. Bitte erlaube uns, der Heldin des Bundes der Morgenröte, unsere Aufwartung zu machen. Wir möchten Sie bitten, sich einer der staatlichen Gesellschaften anzuschließen. Wie mir scheint, stehst du bei den drei Stadtstaaten bereits hoch im Kurs. Sie reißen sich um dich wie um eine Kriegerin des Lichts. Wenn du einer der staatlichen Gesellschaften beitrittst, erhältst du den Zugang zu hochwertigen Ausrüstungen und anderen Ressourcen. Außerdem wirst du spannende Aufgaben erledigen und dabei viel lernen können. Wann kann man vorbeikommen lassen, ne? Ja, das, wie gesagt, das wäre die nächste Frage. Ich will auch was von abhaben. Normalerweise bemühen sie sich nicht so um neue Mitglieder, das kannst du mir glauben. Dass sie sofort um dich werben, liegt einzig und allein an deinem guten Ruf, den du dir bereits erworben hast. Die Legion der Unsterblichen hat dich ja bereits in Aktion erlebt, aber woher wissen die anderen Stadtstaaten so gut über dich Bescheid? Oje, ich gestehe, ich konnte mal wieder meine Klappe nicht halten. Wenn ihr Liebelein aushaltet. Jo. Komm ich mit klar. Ganz recht, uns sind Gerüchte über die Bezwingerin Ifrit zu Ohren gekommen. Daraufhin wurde ich ausgeschickt, um ihr ein Angebot zu unterbreiten. Du hast den Gredanien viel Gutes bewirkt und dein Schicksal ist mit unserer Stadt verbunden. In Anbetracht deiner Heldentaten lade ich dich hiermit offiziell ein, der Bruderschaft der Morgenviper beizutreten. Beizutreten. Unterstelle dich der weisen Führung der Saatseelen Kanisena. Beschütze mit uns den Wald von Gridania. Je, ich gestehe, ich konnte wieder meine Klappe nicht halten. Story of my life. Ja. Passt. Passt. Daria Issaze, Bezwingerin Ifrits, Heldin von Ulda. Seite an Seite bist du mit unseren. Oh Gott. Oh. Mit unseren Legionären in die Schlacht gezogen. Möge dein Name niemals vom Sand der Wüste verschluckt werden. Aber es klappt. Jo, das ist die Hauptsache, Masuna. Es ist mir eine Freude, dich hiermit offiziell einzuladen, der Legion der Unsterblichen beizutreten. Das stelle dich Rauber ans Kommando und kämpfe mit uns für den Reichtum und die Freiheit von Ulda. Die Gerüchte haben nicht zu viel versprochen. Der scharfe, durchdringende Blick eines Seeadlers und die stolze, aufrechte Haltung einer geborenen Kapitänin. Hiermit lade ich dich offiziell ein, dem Maelstrom beizutreten. Segel unter Admiral Merlwips Kommando neuen Abenteuern entgegen. Ja. Memphilia, bitte leg ein gutes Wort für uns ein. Ja, schon gut. Wie du wahrscheinlich bereits weißt, hat jeder Stadtstaat eine eigene staatliche Gesellschaft gegründet, um existenzbedrohende Gefahren abzuwenden. Es gibt also drei Gesellschaften: den Maelstrom in Lemsalominsa, die Bruderschaft der Morgenviper in Gridania und die Legion der Unsterblichen in Ulda. Indem du einer der staatlichen Gesellschaften beitrittst, verpflichtest du dich dazu, dem entsprechenden Stadtstaat zu dienen, wichtige Aufträge für ihn zu erledigen. Natürlich wirst du für deine Dienste entlohnt. Je gewissenhafter du deine Pflichten erfüllst, umso großzügiger fällt die Belohnung aus. Darüber hinaus erhältst du auch Zugang zu spezieller Ausrüstung, die den Mitgliedern der staatlichen Gesellschaft vorbehalten ist. Wenn ich daran denke, mache ich ein Bild morgen. Wäre super. Kannst du dann wieder ins DC schicken? Ich liebe es ja, wenn neue Essensbilder vorhanden sind.
Abwarten. Ins WC dauert er länger und davon schicke ich keine. DC! DC! Nicht WC! Oh, Masuna! Also, aber du! Du kannst doch gern vom WC ein Bild machen! Das ist kein Problem! Kommt dann auch bitte in den FSK 18 Channel, ja? Drück dich deutlicher aus. Discord. Masuna, Discord. Pack's ins Discord. Besser? So gehört sich das. Okay. Ich versuche mich zu bessern, Masuna. Ich versuche es. Du kannst zwar immer nur einer Gesellschaft angehören, aber zerbrich dir darüber nicht zu sehr den Kopf. Du kannst erst einmal einer Gesellschaft beitreten, wenn sie dir nicht zusagt, hinterher immer noch wechseln. Dabei fällt mir ein, dass bald in allen Stadtstaaten Gedenkfeiern für die Gefallenen von Cartino stattfinden sollen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, sich überall mal umzusehen. Im Rahmen der Feiern werden die Anführer der staatlichen Gesellschaften Rede halten, die du dir anhören kannst, um einen Eindruck von ihnen zu bekommen. Wieso hat man Rahmen zum Umfeiern? Oder sind das Rahmenfeiern? Weder noch. Na. Was macht Rahm mit laktoseintoleranten Menschen? Rambatz. Okay, der ist gut. Der ist echt gut. Danach fällt es dir sicher leichter, dich zu entscheiden. Wie klingt das, meine Herren Offiziere? Rambatz. Der ist echt gut. Eine hervorragende Idee. Minfilia, das ist ein weiter Vorschlag. Komm nach der Gedankenfeier einfach wieder hierher. Teil uns deine Entscheidung mit. So lange warten wir hier auf dich. Ich bin zum Murkismus konventiert. Ich feiere jedes Jahr den Ramadan. Oh. Vergiss aber die Rahm-Champignons dann bitte nicht. Womöglich widerstrebt dir der Gedanke, dich an einer Organisation zu binden. Aber die Mitgliedschaft in einer staatlichen Gesellschaft bietet viele Vorteile. Außerdem kannst du so größeren Einfluss auf die Geschicke eines Stadtstaats nehmen. Jemand mit deinen überragenden Fähigkeiten kann in einer staatlichen Gesellschaft viel bewirken und auch die persönlichen Vorteile sind nicht zu verachten. Das schließt natürlich nicht aus, dass du dich auch weiterhin für den Bund der Morgenröte engagierst. Ganz im Gegenteil, ich hoffe, dass du uns dann noch stärker unterstützen kannst. Denk daran, die staatlichen Gesellschaften beschützen vor allem die Stadtstaaten, in denen sie ansässig sind. Der Bund der Morgenröte hingegen kämpft für die friedliche Zukunft ganz Eoseas. Hier, nimm diese Kontaktperle mit. Darüber können wir jederzeit in Kontakt treten, egal wo du dich befindest, leider. Oder was du gerade machst, leider. Ich möchte aber nicht mit dir in Kontakt stehen! Wir sind alle Rahm-Champignons bei uns. Champions-Pardon. Masuna. Nein. Einfach nein. Große Ereignisse stehen bevor und du steckst mittendrin. Ihr seht, Zukunft könnte von deinen Taten abhängen. Einerseits macht mir das Angst, doch andererseits auch große Hoffnung. Vertraue auf deine Stärke und deinen Mut. Und natürlich werde ich dich nach besten Kräften unterstützen. Tataro kann dir erklären, wo die Gedenkfeiern abgehalten werden. Sprich mit dir, bevor du dich auf den Weg machst. Gute Reise und viel Erfolg.
Eine gewisse deutsche Band fetter wäre. Wäre es Rammstein? Autsch. Aber nur Autsch. Autsch. Ja, ich habe keine Milch. Ich habe keine. Was? Machst du denn was? Kitty! Ich habe keine Milch für meinen Kaffee. Was? Diese Kunstbanause! Aber du was? Kater ist schon wieder im POV. Nicht in FF! Nicht in FF! Eine Katze vermisst dich hier. Du kennst doch keine Lust von Rammstein. Ja, das kenne ich. No, nein, so war das jetzt nicht gemeint, Kitty. Nein, nein, spiel dein WoW, das musst du ausnutzen. So war das jetzt echt nicht gemeint. Oh Gott, nee. Ich hab so nur oh, Kitty. Ich sehe das da unten. No. Mit den 24 Stunden in den Bann gezogen. Yep. In der Tat. Wo ist denn das Problem? Statt Lust einfach Milch. Nein. Nein, Masuna. Nein. Ich habe keine Milch. Ich habe keine Milch. Ich habe keine Milch. Nein. Nein, nein. Ich habe einen Ohrwurm. Nein, lass es. Aus. Aus, aus, aus. Raus aus dem Kopf. Oh nein. Das ist furchtbar. Das ist einfach nur furchtbar. Masuna, das ist furchtbar. Hallo, bist du böse auf mich, weil ich über deine Heldentaten geplappert habe? Ich war einfach so aufgeregt, aber in Zukunft schweige ich wie ein Grab. Versprochen. Nun, wie kann ich dir weiterhelfen? Du willst wissen, wo die Gedenkfeiern stattfinden, oder? Also, die Gedenkfeiern in Limsalominsa wird im Prunkgemach abgehalten, wo Admiral Merwib sprechen wird. Im Prunkgemach gelangst du mit dem Admiralslift, bevor dem für gewöhnlich Santail Wache hält. Sprich mit ihm, und dann wird er dich sicher passieren lassen. Die Gedenkfeier Gridania findet in Mikedos Amphitheater statt. Dort wird die Saatzieherin Kanisena eine Rede halten. In Ulda dient die Herrscherpromenade als Veranstaltungsort. Und die Rede wird von Rauban gehalten, wobei davon auszugehen ist, dass die Sultana ebenfalls anwesend sein wird. Werde die Stadtstaaten über dein Kommen informieren und dafür sorgen, dass sie auf deine Ankunft warten. Die Reihenfolge, in der du die Städte besuchst, bleibt dir überlassen. Die Feiern finden nicht ohne dich statt. Also gute Reise. Dir steht ein weiter Weg bevor, aber als gefragte Heldin ist man eben ständig unterwegs. Dann gibt es noch so einen Klassiker wie laktosefrei. Mein Rahm. Wollte die Sahne steif sehen und du ölst. Alter Masuna. Denkst du dir das alles einfach aus? Oder hast du ein Buch? Hast du ein Lexikon? Gibt es da eine Seite für? So, ich mache als erstes die schlimmste Rede. Die schlimmste ist die in Limsa. Du fragst mich jedes Mal, das ändert sich nicht. Ich reagiere spontan. Ich weiß, dass ich dich das jedes Mal frage. Frag dich mal, warum ich das immer frage. Ich will nicht vorstellen kann, dass das spontan passiert. Wie?
Oh Gott. Oh, müde. Oh. Ich kann dir auch schlecht beweisen, dass das Portal ist. Das stimmt. Das stimmt. Gut, aber wenn du mir sagst, dass es so spontan ist, dann vertraue ich dir ja in erster Linie. Also. Aber ehrlich, sowas hat keiner ins Internet gestellt. Schwer vorzustellen. Oh mein Gott, was trägt der denn da? Was für ein... Was? Einfach nur was? Rammstein, als ob. Jetzt ist er tatsächlich hierher gewechselt, ey. Ich fass es nicht. Der echt hierher gewechselt. Aber eine Sache will ich mal kurz nachgucken. Ich habe gehört, jemand vermisst mich. Ja. Ja, in der Tat. Das ist das Falsche. Und zwar gucke ich gerade mal. Will mal kurz was nachgucken. Na, eigentlich will ich ein bestimmtes Emote haben. Problem ist, ich krieg erst nächste Woche Geld.